Sie dachten, dass sie nur ein Bein hätte? Ein Flug nach Belize ist ja nicht zu verachten, Bill. Wenn ich nur einen Cent hätte für jede Frau, der ich im Austausch für Sex einen Heiratsantrag gemacht habe, dann wäre ich jetzt... Und das soll ich Ihnen abkaufen, dass Ihr Vater Ihnen gesagt hat, er hatte den besten Sex seines Lebens mit einer Einbeinigen? Und als Sie diese hinkende Frau gesehen haben, da waren Sie einfach total überwältigt? Sie lassen dabei ein wichtiges Detail außer Acht, Euer Ehren. Und welches? Die Red Sox. Viele, viele Jahre lang haben sie früher oder später den einen oder anderen von uns unweigerlich in den Wahnsinn getrieben. Letzten Oktober, als sie das 7. Spiel gegen die Yankees verloren, stieg die Kriminalitätsrate sprunghaft an. Für den nächsten August sagt man bereits wegen der im Siegestaumel gezeugten Babys einen sprunghaften Anstieg der Geburtenrate voraus. Die Red Sox bringen uns dazu, ständig die Kontrolle über uns zu verlieren. Und nachdem dieses Team uns endlich nach so langer Zeit unseren Herzenswunsch erfüllt hat, einen Wunsch, den schon unsere Väter und Großväter hatten, sind wir einem großartigen Rausch zum Opfer gefallen, einem Delirium, in dem wir glauben wollen, dass alles, wirklich alles möglich wäre. Und warum sollte es dann nicht auch möglich sein, dass Gott diesem Mann eine umwerfend attraktive, einbeinige Frau über den Weg schickte, um mit ihr das Ende dieses grausamen, schrecklichen Fluchs zu feiern. Sie kennen mich, Bill, und wissen, dass ich oft Huren habe. Sie kommen zu mir ins Haus. Warum sollte ich für sowas an den Straßenrand fahren? Raus! Verschwinden Sie! Danke, Sir. Ich gehe bald aus, Herr Anwalt. Wäre mir ein Vergnügen, doch ich muss leider noch einen weitaus weniger vernünftigen Richter aufsuchen. Danke, Bill. Wer ist Ihr Daddy?